Hi Freunde, grüß euch, ich bin's. Ja, heute mal ein kleines Video aus meiner Spielo im abgeschalteten Zustand. Und das, ja, nennen wir mal, jetzt wird's bunt. Zeige ich euch nachher mal, wie ich hier meine Geräte hochfahre und wie ich dann immer loszocke. Hier ist also gerade momentan nichts los. Ist alles aus. Ja, wird dann angefahren. Mache ich jeden Tag. Das heißt, meine Spielo ist eigentlich jeden Tag an. Das ist auch ganz wichtig, weil die Geräte sind ja eigentlich für den Dauerbetrieb gebaut. Und ihr wisst ja, wie lange Spielos offen haben. Früher war das ja noch viel, viel länger. Jetzt dürfen die Spielos ja bloß noch, meine 18 Stunden aufhaben am Stück, mit 6 Stunden Pause. Jo, jetzt war ich letztes Mal in der Spielo und habe ich an der M-Box gespielt, den Goldstar, den hier, den virtuellen, kennt ihr ja, habe ich mit 10 Cent 220 Euro rausgeholt. Das ist natürlich enorm. Habe ich Goldspiele gehabt und 5x auf 50 Euro gedrückt. Ja, dann habe ich natürlich, was ich sonst nie mache, alter Geizkragen halt, nochmal ein bisschen weitergespielt. Tizona, da habe ich dann auch Spiele bekommen und das will ich eigentlich an das Video hier dranhängen. Einfach nur Tizona Gewinnvideos. Ja, jetzt zeige ich euch mal, wie es bunt wird, wenn es hier losgeht, was da alles passiert. Ich mache mal das Licht aus. Jo. So schaut es dann aus, Freunde, wenn die ganzen Dosen hier hochfahren. Da müssen wir auch noch Gas drauf geben, wenn der Balli noch hochfährt. Ja, Leute, dann macht es gut. Ich schau mal, dass ich die Desona-Dinger da dran baller. Lasst mal Abo und Like da. Da haben wir Auslese im Display stehen. Das heißt, ich muss das Gerät auslesen. Ja, macht aber nichts. Auslesestecker habe ich genug. Und dann schaut es sich an und dann schauen wir mal. Tizona kann so grausam sein. Alles gut, Leute. Bis zum nächsten Mal.